Allerdings hat Herr Gysi sein Mandat mit einem so großen Vorsprung gewonnen, dass er vermutlich es behalten wird. Und wenn es wirklich nur bei diesen Einzelwahlen in den Wahllokalen, Wahlbezirken geht, dann wird sich auch wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel ändern. Sollte aber das Bundesverfassungsgericht entscheiden, dass in ganzen Wahlkreisen gewählt werden muss, vielleicht in ganz Berlin sogar, ist ja nicht unmöglich, dann werden die Karten völlig neu gemischt. Und die Linke steht ja im Augenblick auf, ausgesprochen im Abwind, wie wir wissen. Das heißt also, sie hat große Mühe, bundesweit flächendeckend über die 5% zu kommen. Und ob sie eine Chance hat, dann 3 Direktkandidaten wieder durchzubekommen, da kann man zumindest mal ein Fragezeichen setzen. Ja, also das sind die bundespolitischen Auswirkungen, dass die Linke rausfliegt, weil der Trend gegen die Linke läuft. Ja, so kann man das sehen. Herr Scholz? Ja, ich sehe es genauso. Das Mandat Gysi ist das eine. Aber die anderen beiden Mandate sind sehr, sehr viel knapper gewesen. Also es kann gut passieren, dass die Linke rausfliegt.